Ja, hallo, willkommen bei der nächsten Folge von God of War auf Japano Gaming. Und wir haben schon fast, nein, wir haben es vielleicht sogar schon, ich bin nicht sicher, ich glaube schon, das Licht von Alfheim. Oder haben wir schon? Ich glaube nicht. Obwohl, wir waren nah dran irgendwie. Doch dann wurden wir irgendwie auch rausgezogen. Also demnach, wir haben jetzt auf jeden Fall Lichtpfeile erhalten, demnach. So genau weiß ich es also nicht, ob wir jetzt das richtige Licht haben oder nicht. Ich glaube, wir haben es noch nicht. Aber wir haben schon mal Lichtpfeile. Und das ist die gute Nachricht. Und jetzt habe ich gerade mal geguckt, nach den ganzen Kämpfen haben wir wieder sehr viele Erfahrungspunkte erhalten. Und da können wir natürlich wieder ein paar Fähigkeiten auswählen. Und die will ich natürlich mit euch auswählen. Denn es macht am meisten Sinn, ne? Wenn ihr auch erfahrt, was ich hier eigentlich skille. So, also wir haben mehrere Möglichkeiten. Ich habe schon ein wenig durchgeguckt. Wir können auch Magiekampf mal machen. Lichtpfeile erhöhen den Schwächungseffekt bei Gegnern. Und das würde ich mal aktivieren. Das hört sich doch gut an. Und Lichtpfeile verursachen bei Gegnern mehr Betäubungsschaden. Die würde ich auch gerne verwenden. Guck mal, nur 250 Erfahrungspunkte. Das ist echt nicht viel. Ne? Also, da kann man ruhig mal. So, Atreus hilft Kratos, wenn. Das machen wir auch mal. Hilfe können wir immer gebrauchen. Atreus ist gerade unsere Haupthilfe, also. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, er hilft schon sehr gut, muss man auch mal sagen. So, dann haben wir Rage-Kampf. Und Schildkampf. Wir kämpfen aktuell halt viel mit der Axt, ne? Also. Wir können Block durchbrechen allerdings. Das wäre schon praktisch, ne? Zweimal L1. Also das merken wir uns mal, ne? Wenn jemand blockt, dann für zweimal L1. Ich hoffe nur, ich vergesse es nicht. Gut, 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 gut. Schön. Den haben wir ja schon. Also einen starken Sprungangriff. Erhöht die erhaltene Permafrostmenge bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Und halten Sie beim Ausweichen nach hinten und drücken Sie R1, um einen schnellen Bumerangwurf auszuführen. Ja. Nett, aber nicht das, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Ich gehe mal hier auf diese Permafrostmenge. Die hat sich ganz gut angehört. Dann haben wir noch mal 1000. Oh, dann machen wir mal das. Ne? Halten Sie R1 gedrückt, um einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie was? Bewegungsunfähig macht. Ja, wenn man halt zu viel säuft, ne? Na gut. So, wir sind ja genau hier stehen geblieben. Also, ihr habt nichts verpasst. Wir haben hier. Warum ärgert er sich? Na gut. Der ärgert sich wahrscheinlich, weil wir ihn im Stich gelassen haben, weil Kratos war gerade im Licht, hat da seine Frau gesehen. Oder seine Geliebte. Und ja, wollte sie auf jeden Fall sehen und mit ihr sprechen. Aber dann musste Atreus ihn rausziehen. Weil er da schon, ja, können wir nochmal kurz gucken. 10 bis 20 Gegner alleine gekillt hat. Und Kratos hat sich beschwert. Ja, ich war doch nur ein paar Minuten weg. Nee, nee, er war anscheinend schon eine Stunde weg oder so. Keine Ahnung. Und jetzt denkt er. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Ja, kann sein. Aber Atreus denkt jetzt gerade auch, dass sein Vater ihn wirklich nicht interessiert. Also, dass Kratos halt überhaupt kein Interesse an Atreus hat. Wie man auch es immer sehen mag, der Kratos ist halt nicht der typische Vater, ne? Für ein Kind ist es nicht leicht zu verstehen. Nachdem, was Kratos alles durchgemacht hat, ist es wahrscheinlich auch nicht einfach, da einfach mal an die Familie zu denken, nachdem er das nie machen musste. So richtig, auf jeden Fall. Er hatte ja schon mal eine Familie, an alle, die es nicht wissen. Was mit der passiert ist, erzähle ich ein andermal. Guck mal, können wir hier reinmachen? Hätten wir den auch hier machen? Och nö, oder? Kann ich den nochmal rausnehmen? Ah, dann holen wir erstmal die Kiste.
Ein wenig joggen. Ein wenig joggen. Gut, okay. Dann holen wir natürlich erstmal die Kiste, ist ja klar, ne? Das war aber nicht mein Plan. Obwohl, wir gucken mal, vielleicht, wenn wir jetzt hochgehen. Also, ach, hier. Wie gesagt, das sieht alles so geil aus. Man sieht nicht immer gleich, wo man hin kann. Aber doch, wir kommen zur Kiste. Super. Jawohl. Zersplittertes Herz von Alfheim. Auch ein Zauber und reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben. Sowas haben wir ja schon mal erhalten. Ich glaube, wir haben es noch nicht ausgerüstet, weil wir andere Sachen ausgerüstet haben. Aber wisst ihr was? Dann rüsten wir das doch mal aus. Waffen? Quatsch. Rüstungen? Da muss ich gerade mal gucken. Zu den Plätzen. Hier haben wir Vitalität. Das wäre immer noch praktisch. Hier haben wir nur Abwehr plus 2. Und ja, das kann man ersetzen. Würde ich mal behaupten. Genau. Dann kriegen wir weniger Schaden durch Dunkelalben. Ich ging jetzt stark davon aus, das waren diese fliegenden Viecher, die Dunkelalben. Also schon mal praktisch. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann wechseln wir wieder den Kristall. Ja, so ein Kristall will ich auch mal hier. Der muss ja mega viel Energie haben. Also der gefällt mir gut. Den will ich mal zu Hause mal hier an meine Lampe anschließen. So, und dann kommen wir da schon wieder rüber. Ja, 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 ja. Kriegen wir Besuch? Kriegen wir Gegner? Wieder diese Teile, aber die mache ich mit einem Hieb weg. Alle drei erwischt. So wie in den Filmen. Ja, die kann man von der Entfernung echt gut killen. Sie sind nämlich wirklich nervig im Nahkampf. Hier haben wir gerade... Wohl, doch klar, hier können wir auch rüber, ist doch logisch. Können wir natürlich auch rüber. Ich muss nur... Natürlich. Na, dann komm halt her. Wenn du mich so magst. Ja, irgendwo habe ich noch einen. Ach, da drüben. Na komm. Ah, ja, wir haben ihn sogar erwischt. Wunderbar. Wunderbar. Aber Moment mal, ich will mich noch mal ein wenig umschauen. Genau, wir haben hier nämlich wieder mal so... Moment mal. Erst aktivieren wir mal den Kristall. Dann können wir nämlich darüber. Dann sind wir schon mal ein wenig näher dran, um diese komischen Tentakelwurzeln da jedes Mal platt zu machen. Wir müssen natürlich wieder mal alle drei auf einmal erwischen. Oder sind es nur zwei? Naja, ich glaube, es sind nur zwei. Ja, dann bring ihn mal zum Leuchten. Zurück nach oben. Dann bring ihn mal zum Leuchten. Oh, hier haben wir auch noch eine Wurzel. Da können wir dann scheinbar auch hoch gleich. So, bevor ich hier wirklich einen Abgang mache und wahrscheinlich nie wiederkomme. Ne? Sehr wahrscheinlich, dass ich nicht so schnell wieder hier bin. Riskieren wir noch mal ein paar Blicke in den Ecken. Hier zum Beispiel. Ist hier noch eine Wurzel? Sind hier mehrere? Muss ich hier durchwerfen? Ach ja, perfekt, genau.
Ich dachte schon, das kann doch gar nicht sein. Okay. Ich muss nur besser treffen. Na, kommen die nicht dadurch? Okay. Also wir machen es nochmal. Es muss ja irgendwie gehen. Sag ich doch. Deswegen der normalen Kiste, die der Kratos schon mit seinen Fäusten einschlagen kann. Naja, gut. Na gut. Na gut. Okay. Dann müssen wir hier eigentlich alles erhalten haben. Dann dürfen wir auch weitergehen. Okay, hier haben wir nochmal Licht. Können wir da wieder rein oder verschwindet Kratos dann wieder für ein paar Stunden? Also anscheinend können wir nicht rein. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Moment mal. Von da sind wir gekommen. Ich dachte, ich könnte dieses Zeichen hier auf dem Boden irgendwie begutachten. Ich dachte schon, hä? Aber gut. Ah, hier haben wir zwei Wege. Zwei Wege, zwei Wege. Erstmal den rechten gehen. Welchen Weg würdet ihr gehen? Obwohl, da komme ich, glaube ich, nur zurück, ne? Kann das sein? Ich glaube, da komme ich nur zurück. Dann gehen wir den linken mal. Oder? War ich damit richtig? Ja. Ich denke, damit hatte ich recht. Hier geht's auch nicht weiter. Sprungangriff gerade mal gemacht, aber leider gegen die Kiste. So, jetzt wollte ich nochmal ausprobieren. So, und nochmal. Wunderbar. Ja, die Gegner, die mittlerweile kennen wir sie ja, ne? Können gut fliegen, aber kämpfen, ja. Obwohl, kämpfen können sie natürlich auch, aber. Ja, ein weitschwingender Angriff, der Frostschaden verursacht. Was war das gerade? Das Video bitte nochmal. Ah. Nicht schlecht. Probieren wir mal aus, ne? Probieren wir mal aus. Wie gesagt, wir können ja jederzeit tauschen. Wenn mal irgendeine Fähigkeit crap ist. Kommen wir da nicht durch? Natürlich kommen wir hier durch. Okay, ich dachte, es könnte vielleicht... Vielleicht oben drüber? Oder so. Dann mit Gewalt. Ja, erstmal stecken wir den hier rein. Dann gucken wir erstmal, was wir machen können, ne? Wir brauchen ja deine Fähigkeit mit den Lichtbeißen.
Okay. Hier, Junge. Ah, wir haben die Runen aktiviert. Und nu? Was steht da drin? Wollen wir jetzt nochmal durchlesen? Ich lese die meisten Wörter sowieso, glaube ich, relativ falsch vor. Aus dem Licht werden wir geboren, ins Licht kehren wir zurück. Das Licht ist der Fluss der Seelen, der uns verwandelt, uns verschluckt und der Leben und Tod durchzieht. Das Licht ist die Wahrheit. Das Licht ist alles. Alles klar. Das Licht klingt großartig, aber vielleicht macht es auch einen verrückt. Kann ja natürlich auch sein, ja. Das Licht von Alfheim. Oder Alfheim. Ja, schön. Ich glaube, wir brauchen es nicht immer lesen, ne? Aber manchmal ist es ganz lustig und interessant, was da drin steht. Oh, sieh nur, was die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich ja, da brauchen wir nämlich den Kristall, den muss ich gerade mal wiederholen. Hätte ich mir denken können. Den brauchen wir natürlich wieder. Sehr gut. Können wir ihn schon mal tragen. Sieht so gemütlich aus, ne? Wenn Kratos so ein bisschen joggt dabei. Denkt mal so, ja, er macht gerade, er trainiert gerade. Okay, nochmal eine Aktivierung bitte. Okay, wir haben oben jetzt eine Brücke erstellt. Können wir dann auch rüber. Mal schauen, ob Kiste oder Hebel... Was wir entdecken davon. Weil wir müssen ja die irgendwie die Ding hier aufbekommen. Diese komische Tür. Okay. Wieder mal Geld. Aber das war eigentlich nicht das, was ich mir erhofft hatte. Oh. Okay. Eine Kiste. Hier ist schon mal eine Rune. Vielleicht sollten wir einfach verschwinden, anstatt einen heiligen Tempel zu plündern. Wenn ich deine Meinung brauche... Frage ich dich danach. Also ich will mich jetzt auch echt nicht beschweren, ne, über Atreus, aber Kinder sollten irgendwann auch mal den Mund halten. Gewissermaßen. Das war schon mal eine Rune. Es fehlen nur noch mehrere. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier runter muss, um die zu finden, weil ich denke nicht, dass die hier einfach gerade... Ah, doch, habe ich mir fast gedacht, ne? Man muss halt überall hinschauen, aber... Jetzt muss ich auch nur noch die letzte finden, weil sonst wäre es ärgerlich. Natürlich muss ich die alle nochmal aktivieren. Aber es wäre schön, wenn ich noch die letzte finden würde. Ah, hier ist sie ja, okay. Ich hoffe mal, ich bin schnell genug, ne? Gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. So. So. Och nö, oder? Ja gut, dann macht... Dann muss ich natürlich die mittlere Rune zuletzt machen. Anders geht's ja nicht. Also, noch mal. So. Oh. Alter Schwede hier. Kann ich die nicht auch mit Atreus irgendwie aktivieren? Entschuldigung, ich muss gerade mal husten irgendwie. Ich probiere es mal. Was? Es geht nicht? Betrug. Betrug. Ja, dann brauche ich ja... Dann muss ich ja echt relativ genau machen. Okay. Nochmal. Oh, nicht hängen bleiben, Kratos. Okay. Also. Sehe ich das richtig? Das könnte auch Jahre dauern. Also nochmal die rechte. Die nächste. Boah, er ist zu lahm.
Ja, ich wollte das ausprobieren, weil ich habe schon gesehen, dass die andere Rune wieder da war. Jetzt bin ich aber. Also jetzt werde ich ein bisschen verrückt hier. Ah, ich glaube, ich weiß, woran es liegen könnte. Ich muss nur mal kurz auf den Fähigkeiten bauen, weil es kann sein. Oh, das wäre natürlich schlecht. Oder habe ich die Fähigkeit schon? Nee, es war wohl die, oder? Also, ich lerne mal die Fähigkeit. Weil ich glaube, damit kriege ich die Waffe schneller zurück, aber es könnte auch nur Einbildung sein. Ja, keine Ahnung. Ich müsste nur auch schneller mal rennen können. Also, hat jemand sonst noch eine Idee? Oder der mittlere? Zuerst macht aber eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Ich muss ja sowieso in die Mitte. Eigentlich. Oh, das war unnötig. Der ist auch schon sehr schnell wieder da. Also den mittleren muss ich definitiv zuletzt machen, aber. Also, wie ich das machen soll von der Geschwindigkeit, weiß ich echt nicht. Oh, okay, das war aus Versehen. Alter, ich mache hier gerade ewig rum, aber ich will diese Küste öffnen, ne? Also. Oh, Kratos, du bist einfach lahm. Ja, nee, so wird es ja nichts. So kann ich ja Jahre rummachen. Oh Mann, ich weiß, frag mich gerade, was mir fehlt. Also, was fehlt mir? Oder bleiben die Runen länger weg, wenn ich... Bleiben die länger weg, die Runen, wenn ich eventuell stärker angreife? Also richtig auflade? Okay. Das hat auch noch nicht geklappt. Also ich mache noch einen Versuch und dann gehe ich, weil... Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt das eine Stunde lang mache. Ich hatte nur noch einen Verdacht, wie es vielleicht geht. Mal probieren. Was? Was hat er jetzt gemacht? Okay. Nochmal. Okay. Visieren. Oh. Nee, aber ich glaube, so wird es leider nichts. Also, mir fällt jetzt echt keine Möglichkeit ein, das irgendwie schneller zu machen. Ich meine, Atreus kann. Selbst wenn er die erwischt, es bringt nichts, ne? Gut, jetzt ist er natürlich unten. Er erwischt er sowieso nicht, aber. Irgendwie merkwürdig. Ah, okay, von der Position müsste ich auch nochmal schießen. Aber warum kann ich die denn nicht alle schnell aktivieren? Was fehlt mir denn? Also, was bräuchte ich, damit es auch geht, ne? Da stelle ich mir die Frage. So. Ja, schade, ne? Es ist jetzt, also es ärgert mich. Muss ich wirklich sehr schnell sein? Ich meine, das mit dem Rennen ist nicht so einfach, weil er braucht halt auch eine Sekunde, um loszurennen. Also, das sieht vielleicht auch ein bisschen komisch aus, aber es geht halt wirklich nicht schneller. Jetzt kannst du die Schale erreichen. Aha.
Okay, macht er jetzt irgendwas oder muss ich wieder irgendwas machen oder? Okay, hier hoch. Aber das mit dem mit den Runen? Also wenn ich jetzt die Tür öffne, bin ich wahrscheinlich weg, ne? Dann bin ich hier raus und dann komme ich irgendwann mal wieder. Oder eventuell auch nie wieder. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Also, ich kann jetzt sowieso nicht mehr hoch. Ich überlege echt. Aber gut, dann komm, wir gehen weiter. Ich mach das nochmal. Man kann hier bestimmt nochmal hin. Ich hoffe. Was bedeutet das? Samen. Prägt dir die Form ein? Ja, ich weiß. Lies vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Samen ist richtig. Dämliche Rätsel. Also, es ist doch eine Tür. Wie gesagt, eine magisch verschlüsselte Tür, wie ich es ja vorher gesagt hatte. Oder habe, wie auch immer. Das war klar. Wollen wir wirklich gehen, ohne diese wundervolle Kiste geöffnet zu haben, die mich verzweifeln lässt, irgendwie? Ich komm nicht drauf. Ich komme gerade überhaupt nicht drauf, wirklich nicht. Ich komme nicht drauf. So, jetzt gehen wir. Na toll, der mit den Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hasse den Kerl. Er wird zurückkommen. Ja, bestimmt. Bin ich mir auch eigentlich sehr sicher. Bist du wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also? Diese Kiste, ne? Die macht mich verrückt. Mann, Mann, Mann. Diese Kiste. Also entweder bekomme ich eine Fähigkeit, wo ich noch mehr Äxte werfen kann, oder keine Ahnung. Ich bin wirklich gerade sehr unsicher. Ah, schau mal an, wo die Gefängnisse waren. Oder hier sind die Gefängnisse, aber... Wenn hier niemand mehr drin ist, dann ist ja auch klar, dass irgendwo die Feinde sein müssen. Irgendwo wartet schon jemand auf uns. Irgendwo wird jemand warten. Jetzt könnte ich da lang oder ich gehe mal durch die Tür. Oh oh. Kann ich wieder zurück? Kann ich, okay. Also egal wohin ich gehe, ich gehe jetzt mal hier lang. Ich weiß. Ach, das war der Ort, okay. Ja, warum? Ne, also hier haben wir ja alles gemacht. Ich wollte nur noch mal schauen, ob wir da irgendwo anders hinkommen, aber wir haben ja alles anscheinend doch ganz gut durchsucht, außer diese nervige Schweinekiste. Wo ich mich frage, bin ich zu langsam? Ist es wirklich nur auf Schnelligkeit? Aber gut. Okay. Man muss sie halt vorher erwischen, da hilft der Rage dann auch nicht viel. Nerven sehen hier.
Nerven. Jetzt. Bam. Voller Angriff. Pass dich an. Mach ich ja. Wie sollen wir hier ohne einen Kristall rüberkommen? Wir finden einen Kristall. Atreus hat gerade ein bisschen gegenüber seinem Vater ein bisschen angepisst, glaube ich. Immer noch. Gehen wir mal hier rüber. Ach ja, ich habe schon gesehen. Ihr wart doch im Gefängnis. Hier können wir auch nochmal einen Kristall gebrauchen. Aber ich glaube, wir haben noch keinen. Kann ich schon durch die Tür? Oder? Nee, natürlich nicht. Dann gehen wir mal die andere Seite entlang. Da war ja auch nochmal ein Weg, den wir aktivieren können. Okay. Moment mal. Hier ist diese Kiste, die mich die ganze Zeit genervt hat. Oh, sie nervt mich immer noch. Oh, sie nervt mich immer noch. Da drüben ist auch noch eine Wurzel. Aber wie komme ich dann... Welchen Winkel brauche ich? Den hier? Das kann doch nie klappen. Ich glaube nicht. Nee. Von der Entfernung auf keinen Fall. Könnte ich nochmal durch. Aber wir gehen nochmal den anderen Weg. Da war ja noch einer, glaube ich. Nämlich hier lang. Wunderschön. Und dann sollten hier wieder... Oder auch ein paar Gegner sein. Aber hier ist alles nur abgeschlossen. Ist hier irgendwo... Ah ja. Ich habe schon gedacht, irgendwo muss doch ein Lichtkristall sein. Oh oh. Hätte ich mir denken können. Okay, gucken wir nochmal in den Räumen. Hier hatten wir nochmal was. Kriegsbeute, ein weiteres Artefakt. Gerne. So, waren das alle Räume? Ja. Schön, dann haben wir schon mal einen Kristall. Den können wir gebrauchen. Sei wachsam und still. Ich hoffe nicht, dass wir angegriffen werden. Das hoffe ich wirklich nicht. Ey, diese Kiste, ne? Ich krieg echt... Was muss ich tun? Also. Nee, also, hä? Naja, also keine Ahnung. Manche Sachen sind noch zu hoch für mich irgendwie. Entweder brauchen wir irgendwie noch einen gewissen Bumerang-Effekt oder... Keine Ahnung. Okay. Wo war denn... Ach, hier unten.
Hier unten konnte ich den Kristall schon mal reinsetzen. Ich hatte aber das Gefühl, ich habe noch irgendwo einen anderen Ort entdeckt. Junge, schieß. Ich weiß, wie das geht. Eine Frage. Wir kamen ja von hier, oder? Bin ich... Ist nicht immer einfach zu sagen. Okay. Denn... Dann müsste ja der Kristall, den ich noch benötigen würde... Den bräuchte ich ja theoretisch hier. Dann... Ja, dann trage ich den doch mal hierher. Es war ein bisschen aufwendiger und kostet Zeit. Aber... Eventuell bekommen wir ja eine Belohnung. Ja, manchmal hin und her gehen und so weiter, klar. Aber ich will mal gucken, ob sich diese Tür da hinten öffnen lässt. Ob man da irgendwie noch drankommt. Das kann ja nicht grundlos sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Grundlos wird hier nichts gemacht. In den wenigsten Spielen ist irgendwo grundlos ein Schlüssel, ein Behältnis, wie auch immer. Bitte nicht nochmal so ein Ruhm. Ah, okay. Weiter. Der ist auch nicht korrekt. Okay, es wurde resettet. Also probieren wir es nochmal, ne? Alter, jetzt treffe ich nicht mal mehr. Okay. Damit haben wir irgendwie zwei erwischt. Jetzt bräuchten wir nur noch einen. Ich müsste nochmal... Man hat auch nur 4 Versuche, ne? Das ist gar nicht so einfach. War der. Ich glaube, ich kann leider nur noch einmal werfen. Höh, gar nicht mal so unspektakulär. Wenn ich jetzt nochmal mache, was passiert? Okay. Und jetzt nochmal. Okay, also brauche ich nur einmal drauf werfen auf den linken hier. Was? Also gut, ein Wurf, dann ist der weg. Der zweite Wurf mal hier hin. Dann ist der weg. So, der nächste Wurf hier hin. Dann ist der weg. Und dann ist meine Vermutung, auch wenn es komisch sich anhört... Oder ich muss ihn nach rechts machen. Also nochmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Okay. Normalerweise sollte es resetten, aber ja gut. Dann halt so. Manchmal braucht man ein wenig Geduld. Schuppenrunen, Schulterpanzer. Im Menü bitte anzeigen. Oh ja, der hat schon Runeneigenschaften, aber... Ich bleib erstmal auf Angriff. Eventuell, wenn wir die Sachen verbessern können, dann könnte ich mir nochmal überlegen,
ob ich da nicht eine Veränderung herbeiführe, aber so bleiben wir erstmal dabei. Ja, also es war nicht völlig umsonst, ne? Man kann es ja eventuell gebrauchen. Wer weiß, wenn ich mal wirklich... Vielleicht gehe ich zukünftig auch auf die Runen. Man kann es eigentlich wirklich nie wissen. Es kann sich innerhalb von einer kurzen Zeit im Spiel immer wieder ändern, dass man sich individuell anpassen muss. Im Moment klappt ja der Angriff ganz gut. So, und jetzt kommen wir aber hier rüber. Endlich. Endlich. Hat ja auch lang gedauert hier, aber... Endlich. Wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. Ach nein, nicht schon wieder. Ich sehe schon wieder eine Kiste und ich war hier schon mal. Oh Leute. Die Folge heißt, wir versuchen alle Rätsel zu lösen. Mehr nicht. Ich will nur mal testen, ne? Ich mache nur einen Test. Nur mal testen. Das ist die erste Stufe. Und eine Rune würden wir hier nicht finden. Schon mal. So, dann muss ich wieder rüber. Und dann machen wir mal... Oh, es war ein Schritt zu viel. Moment. Also das war der erste Schritt. Das ist der zweite. Okay, schlecht gezielt. So, genau. Hier haben wir nämlich die Rune, die ich schon mal erwähnt hatte. Die versteckt sich nämlich. Wenn wir jetzt weitermachen würden, würde sie die sich auf jeden Fall verstecken. Ich glaube, wir müssen die auch nur einmal berühren. Und hier ist sogar noch eine zweite. Aha, knifflig. Knifflig. Genau, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Ich hatte ja lange Zeit drüber nachzudenken, als ich da die Monster geclasht habe. Genau. Okay, noch eines würde fehlen. Und das ist nämlich hier hinten. Das Problem ist nur... Ach nee, Moment. Dafür müssen wir, glaube ich, auf Stufe 3. 1, 2 und 3... Oder? Oder bleiben wir mal so kurz? Stufe 3. Okay, also dann würde nicht so viel passieren scheinbar. Dann gehen wir mal ganz runter. Und dann gucken wir mal. Alter, heute bin ich aber... Genau, perfekt. So, und dann können wir die Kiste doch öffnen. So muss ich... Guck mal, Leute, so habe ich keine Albträume. Wir sind alle glücklich. Wir sind alle sehr zufrieden. Moment. Eine Sache noch. Ich weiß, ihr werdet... Ich weiß, diejenigen, die mir zuschauen, werden mich schlagen. 2, 3, 4. Ah doch, hat gepasst. Moment. Oh, Alter, ich bin... Also... Irgendwie. Komm schon. Oder? Ich dachte, ich komme an die Kiste. Ran. Oh, oh, schlecht. Komm schon. Das kannst du mir doch nicht sagen hier. Ich habe doch extra alles geplant. Also gut. Moment. Und jetzt? Ah, genau, klar. Ja, das hätte ich mir denken können, aber gut.
Haben sie klug gemacht, auf jeden Fall. So, gewöhnliche Armrüstung und so weiter. Kann ich mal gucken, was kann die? Wieder mal mehr auf Runen macht. Und jetzt öffnen wir noch die Tür, die Truhe. Jawohl, Idun-Apfel. Oder Idun-Apfel, wie auch immer. Haben wir schon mal wieder einen weiteren. Und nur eine Kiste wird mir in Erinnerung bleiben. Und zwar die, wo ich nicht schnell genug war oder wie auch immer. Die habe ich mir gemerkt. Da komme ich eines Tages zurück und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Aber gut, dass wir schon mal die anderen alle geholt haben. Hier war noch ein Gegenstand. Und ich glaube aber, hier war nicht mehr viel. Gehen wir mal auf die andere Seite. Kurz mal noch hier rein. Dass hier keine Gegner sind, weil hier waren ja auch noch Gegner eingesperrt. Feinde, aber irgendwie... Ja, scheinbar sind die tot. Na gut, dann gehen wir weiter. Okay, Abwehr ist auch nicht immer das Beste, was es gibt. Alter, der hat mich gar nicht gesehen im Schatten. Hey, die Lasertechniken habe ich nicht drauf. Was ist das für ein Mist? Alter. Er hat gedacht, ich sehe ihn nicht. Falsch gedacht. So. Ah, die Hälfte haben wir schon mal. War ja klar, dass er irgendwann auftaucht. Der hat doch schon die ganze Zeit auf uns gelauert. Angriff! Ja, der diese Nebeltechnik, also diese Dunkelheitstechnik anscheinend. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil der macht auch ein bisschen ernster scheinbar. Alter. Alter, man sieht ja gar nichts mehr. Der mit seinen Techniken da. Alter Schwede, ey. Also ich kann echt nichts sehen. Leider. Also, man kann nicht viel sehen. Gerade der macht echt ernst. Alter Schwede, der geht mir aber richtig auf die Eier gerade. Ich muss gerade mal... hier hinten da auch irgendwo Heilung, glaube ich. Nö. Doch nicht, okay. Wenigstens sind wir schon wieder mal im Hellen. Ich glaube, wir werden mal ab vielleicht. Zorn des Wolfes, Runenbeschwörung, beschwört ein Spektralwolf. Ha! Sag ich da einfach mal. Okay. Wir haben eine Runenbeschwörung erhalten. Ah, die ist für ihn.
beschwört ein Spektralwolf, der sich dreimal auf Gegner stürzt. Geil. Das ist ja mal geil. Haben wir den Falschen geholfen? Ich. Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Ja, die verstehen sich aber gerade gar nicht, ne? Ja, der Typ hatte echt ganz gute Techniken drauf, ne? Der hat dann diesen Nebel eingesetzt oder diese Dunkelheit. Das war gar nicht mal so schlecht von ihm. Ich musste da mal ein wenig weggehen, weil sonst hätte ich gar nichts mehr machen können. Nehmen wir nochmal zwei Kleinigkeiten. Und dann können wir gehen. Perfekt. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Ja, wie gesagt, ne, Kratos und Atreus sind gerade gar nicht so gut. Was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Ja. Atreus. Brauch ich nicht mehr erwähnen. Na schön. Genau. Also, das meinte ich eigentlich. Das haben sie mir gut abgenommen. Die verstehen sich gerade überhaupt nicht. Vater und Sohn waren sich vor 3 Folgen noch näher. Auf jeden Fall, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, auf jeden Fall, wir sind hier draußen. Sieht alles sehr hübsch aus. Wir haben gerade einige Feinde nochmal platt machen können. Muss ich auch sagen, die Feinde sind alle an sich anspruchsvoll. Auch besonders auch die Monster, die Bosse sind nicht alle so lame, also die sind schon geil. Geil, mega geil. So, können wir einfach hier hin. Ja, Bereich entdeckt. Gucken wir mal, wo wir hier sind. Ah, ich weiß nicht. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Sachen erkunden. Das kann ich schon mal verraten. Ich bin mal gespannt, was wir hier finden werden. Nur diese eine Kiste, die wird mich verfolgen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich jemals zurück kann. Das ist die elementare Frage. Vielleicht war ja auch nichts Wichtiges drin, aber... Trotzdem, diese eine Kiste mit der Geschwindigkeit, die, ja, die stört mich noch. Hallo? Und erst in die Mitte lang, aber... Auf den warten wir mal. Der kommt immer ganz gern unter die Erde. Von der unteren Erde. Oh, da sind 2, natürlich. Nicht, dass einer schon nerven würde. Da ist er ja. Oder so. Dann halt den anderen. Alter. Ist der tot oder noch nicht? Wie gesagt... In diesem Spiel sind definitiv diese Gegner die Nervensägen. Das kann ich schon mal garantieren. Ah. Ich wollte gerade werfen, habe aber gesehen, natürlich muss ich alle auf einmal erwischen. Erstmal platt machen und rüberspringen. Upsala. Obwohl, das wird ja gar nicht so einfach.
Ja, so habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Ah, ich muss weiter so stehen vielleicht. Genau so wollte ich's. Wegen einer Kiste mit Hack. Oder Heck. Silber auf jeden Fall. Okay. Ja, kommt mir vor wie eine Schatzinsel. Das gefällt mir echt gut irgendwie. Rasender Frostriese, drei mächtige Schmetterschläge, die Gegner in die Luft schleudern. Was habe ich denn hier eigentlich? Licht. Genau, das habe ich. Das war das, was ich nicht ganz verstanden habe. Oh ja. Den würde ich aber mal ausprobieren. Also irgendwie mit diesen komischen... Weiß nicht, ob ich da einfach nicht richtig lese eventuell. Aber irgendwie hat von diesen Sachen da noch nicht viel geklappt. Hier. Erhöht die Anzahl an Schlägen durch wiederholtes Drücken von R2. Aha. Ist ja nicht so, dass ich das nicht machen würde. Ich weiß ja, wo die R2-Taste ist, ne? Also ich... Also. Okay. Gut. Gut. Und das war das hier? Okay, langsam. Ich gewöhne mich langsam dran. Also jetzt weiß ich auch ungefähr, wie die gehen, die Sachen. Man muss ja auch lesen, ne? Manchmal muss man lesen. Also, wenn man nicht liest, dann kann man auch nicht lernen. Och nö. Noch eine Kammer? Kann ich natürlich nicht öffnen. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja, und das haben wir definitiv noch nicht. Aber gut, dass wir noch eine gefunden haben. 3 von 7. Hier in der Ecke war ich ja schon, aber lieber nochmal doppelt gucken, ob ich einen Weg verpasst habe. Aber sieht gut aus. Wir haben... Ja, alles gemacht. Ein kleiner, hübscher Strand. Definitiv. Also ganz ehrlich, wenn ich Kratos wäre, wenn ich nicht gerade eine Verpflichtung hätte, würde ich da mir ein Haus bauen. Ne? Eine Hütte. Oder in der Höhle wohnen. Und dann schön jeden Tag schwimmen gehen, seine Ruhe haben. Ja, das ist aber unerfreulich, dass hier was hängt. Ja, was machen wir denn da? Jetzt müssen wir natürlich umkehren, irgendwie, wenn es möglich ist. Nochmal umkehren, sorry. Der kennt mich ja, ich mach da immer, bin da sehr genau. Ich würde jetzt nur noch gern anlegen können, aber Kratos möchte nicht. Also jetzt geht's, glaube ich, oder? Also irgendwie ist das Spiel gerade ein bisschen irritiert, glaube ich. Weil ich rückwärts da dran gefahren bin. Ich muss nochmal drehen. Ist ein bisschen merkwürdig. Oder so. So kann man es auch machen. Ah, schau mal an. Wie schnell man Sachen übersieht, Leute. Wie schnell ich Sachen übersehe. Könnte ich auch sagen. Jetzt muss ich da erstmal hoch. Ja, die Zeit haben wir. Die Zeit haben wir, definitiv. Okay, war das jetzt cool oder war das dumm? Hätte da mein Boot stehen müssen, eventuell irgendwie? Glaube ich nicht, aber... Na gut. Dann mal wieder zurück. Vielleicht taucht es ja noch auf. Erstmal Atreus umgerannt. Natürlich.
Gut, jetzt gucken wir mal, kriegen wir das, was da irgendwie runtergefallen ist, kriegen wir das noch, oder? Natürlich. Aber sag mir nicht, dass es Hack war. Ah, Egersgold. Weiß ich zwar noch nicht, wofür wir das gebrauchen können, aber hat sich schon mal gut angehört. Gold hört sich immer gut an, also. So, die nächste Insel. Oder etwa nicht? Nee, hier können wir nicht anlegen. Und da waren wir ja schon. Oder etwa nicht, genau. Von da sind wir gekommen. Genau, dann müssen wir doch hier lang. Langsam aber stetig. Kann ich da drüben hin? Nee, bestimmt noch nicht, oder? Ich glaube, da kann ich noch nicht anlegen. Ah, obwohl, aber doch, da hinten kann ich anlegen. Da legen wir auf jeden Fall mal an. So, woanders hätten wir auch gar nicht mehr hinfahren können, weil hier ist alles gesperrt. Also gab es nur diesen. Okay, gut. Gut zu wissen, dass man die auch so platt machen kann. Na komm, diesmal weiß ich ja, wie es geht. Alter! Die sind aber aggro hier. Was nennt man Quid pro Quo, Mann? Er trifft mich, ich treff ihn, er stirbt. Hallo. Ich wollte nur begrüßen. Er hat mich ja auch begrüßt. Also demnach, denke ich, war alles in Ordnung. So, jetzt haben wir wieder mal so ein Dreierpärchen scheinbar. Aber dafür müssen wir, glaube ich, hoch. So. Moment, mach ich noch mal was? Okay. Da muss ich auf jeden Fall hoch, aber ich guck gerade mal, von wo ich hochkomme. Aha, okay. Also das Tor bleibt nicht offen. Und haben wir irgendwo einen Weg? Irgendwo könnte es doch hochgehen, aber nee, anscheinend nicht. Also Atreus könnte wieder mal durch. Ja, gut. Was soll ich machen, ne? Ich muss... Oder kann man hier runter? Nee, kann man nicht. Also, ich mach's nochmal. Ja gut, man rennt halt durch. Okay. Das war ja sehr simpel. Ich dachte, man müsste vielleicht nochmal irgendwas aktivieren. Hallo. Nein. So nicht. So nicht, mein Freund. Okay. Wieder mal genau umschauen. Okay. Das hat... Klemmt das? Ach, ich muss es erstmal... Okay. Okay, das klappt wohl irgendwie so nicht. Obwohl ich es ja schon...
Also, machen wir nochmal einen anderen Versuch. Erstmal das hier und dann killen. Okay. Ja. Hat nicht geklappt. Kann ich schon mal vorweg sagen. Ja, okay. Dann halt nicht. Dann, ich gehe erstmal einen anderen Weg, weil vielleicht erledigt sich das von alleine noch. Ach nö. Ich meine, ich liebe ja dieses Spiel, aber ich krieg schon Albträume. Okay. Die können wir uns merken. Okay, die war auch falsch. Und nur noch die hier. Okay, ich hatte mit allen recht. Also der neben dem Fenster. Dann der zwischen den... Na gut. Jawohl. Gott sei Dank wird mich diese Kiste nicht in meinen Träumen verfolgen. Ha. So ein Glück. Ah, das fühlt sich gut an. Es fühlt sich wirklich gut an zu wissen, ja, diese Kiste, die ist erledigt. Ha, jetzt fehlt nur noch hier diese ultimative Sache, wo ich gerade das Problem nicht wirklich erkenne. Also, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich aktiviere jetzt mal. Geht doch. Nein! Alter, dieses Spiel macht mich verrückt. Also. Geh doch. Okay, was ist das? Ach, das ist eins der Tore, glaube ich. Kann es sein? Okay. Alter Schwede, was... Wow, was nehmen die mir denn ab? Alter, ein Schlag hat er mich platt gemacht. Unglaublich. Unglaublich. Was waren das denn für Typen? Okay. Die waren aber irgendwie uncool. Ich hoffe nur, ich muss nicht nochmal... Oh, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Bevor ich die mache, gucke ich mich mal hier ein wenig um, ne? Okay. Kommen wir denn hier hin? Ah ja, genau, da wollte ich ja hin. Genau wegen diesen drei. Okay, mal schauen, was wir gefunden haben. Nochmal ein Artefakt. Ich hoffe, ich komme da wieder hoch, ne? Das wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Ich wollte nämlich die besiegen. Okay. Es wird wieder mal interessant. Okay, das ist eine Kiste. Und das ist ein Rädchen. ja, aber ich glaube, die müssen weiter... Ich drehe die mal weiter, weil ich glaube, die müssen sich da hinten treffen. Ich glaube, so. Ach, nö.
Warum bleiben die denn nicht so? Ach nee, muss ich die echt... Ich versuche mal beide. In der Ecke ist halt auch noch eine, ne? Das ist natürlich... Die drehen sich automatisch wieder zurück. Was passiert, wenn ich loslasse? Okay. Okay, okay, okay. Dann geben wir uns mal ein bisschen Zeit. Und dann versuchen wir es mal. Perfekt. Hat ja geklappt. Ja, quasi Amulett. Selten. Talisman. Ausweichen in letzter Sekunde aktiviert. Weltenverschiebung. Wodurch Gegner in der Nähe vorübergehend verlangsamt werden. Eine Verbesserung verlängert die Dauer des Effekts. Ausweichen. Okay. Cool. Das hat sich echt mal gelohnt. Also... Der ganze Aufwand. Oh, oh. Kommst du denn her? Du warst nicht eingeladen. Wie gesagt, er war nicht eingeladen. Jetzt kümmere ich mich mal um die anderen zwei da. Die da denken, die wären die Kings. Ach nö, oder? Na gut, ich muss ja sowieso nur da durch, okay. Okay, dann nochmal hier lang. Und dann will ich die mal killen. Ich weiß nicht warum, aber die kann ich nicht übrig lassen. Okay. Ja, was die für Schaden machen, das ist aber nicht lustig. Versucht mein Bestes, aber die haben ja ganz gut Energie hier. Alter, was die für Schaden machen. Uiuiuiui. Ich will die aber besiegen. Ich will die definitiv platt machen, irgendwie. Die haben... Also, uah. Och, wegen Einschlag, Mist. Ich mach's nochmal, mir egal. Oh, die sind auf jeden Fall ein bisschen höher eingestellt. Ich war gerade vom Rage, so ein Mist. Ach nö. Geh doch weg. Mit dir hat doch keiner geredet. Du interessierst mich doch gar nicht. Der soll es mal speichern, dass ich da lang gehe hier. Oder Moment mal. Vielleicht speichert er irgendwie automatisch. Geh mal kurz hier lang. Nur damit er mal speichert. Oder obwohl, ich kann auch manuell speichern, glaube ich. Ich kann ja manuell speichern. Das sollte ich wohl mal tun. Ich hoffe, dass ich dann auch gleich hier respawne. Also nochmal. Ja, die sind nicht einfach. Die haben auch gut Energie. Die machen zwei Schläge. Dann bin ich schon kaputt. Muss ich sehr vorsichtig sein. Alter, der erste Schlag, ne? So. Ich bin schon wieder fast tot. Unglaublich, ey. Also, unglaublich. Alter.
Ja, was soll ich denn machen? Ich will die jetzt fertig machen. Was soll ich denn da machen, wenn die machen ja 3 Schläge und ich bin schon tot. Oh, also letzter Versuch. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich. Ich kämpfe nicht dauernd gegen diesen Idioten hier. So. Jetzt müssen wir sie fertig machen, weil sonst muss ich irgendwann anders mal wieder hierher. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollten doch hier diese Insel, dieser Ort, sollte vollständig gemacht werden. Wenn ich irgendwie an meine Rage kommen würde. Also nochmal. Komm schon, letzter Versuch. Alter, das kann doch nicht sein, Mann. Ist doch nicht wahr. Unglaublich. Schon wieder. Also, es ist die Hölle, Leute. Ja, gut. Wenigstens habe ich diesmal 4 Schläge ausgehalten. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Ja, wenn die zu zweit sind, ist es fast unmöglich. Ja, der eine geht auch immer gleich auf mich, also das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Irgendwie muss es gehen oder auch nicht, je nachdem. Jetzt muss ich mal ein bisschen mit Geduld spielen, weil sonst der letzte Versuch hier nochmal. Nein! Oh! Ja gut, das war's auf jeden Fall. Mehr kann ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich vorbeirennen, aber wollte den zweiten anvisieren, aber er hat den ersten anvisiert und dann rennt er da einfach drauf. Also gut, dann lassen wir es, weil es macht doch keinen Sinn. Es macht doch keinen Sinn. Irgendwann mal wieder. Irgendwann kommen wir hierher, dann sind wir leicht stärker, dann müssen wir uns nicht so abmühen. Wollte gerade mal schauen, kann ich hier irgendwie... Genau, okay, gut, das ist schon mal, also es ist markiert, das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, weil ich dachte gerade, okay, wenn es nicht markiert ist, dann finde ich es vielleicht nicht mehr so schnell, aber so finde ich es auf jeden Fall. Ja, ist ja kein Problem, ne, dann können wir das irgendwann anders mal machen, ist ja nicht schlimm. So, ja, und wir sind fertig. Ich denke, das war diesmal eine sehr rätselreiche Folge, also natürlich mehr oder weniger, aber es war schon... Wir haben viele Kisten auf jeden Fall geöffnet. Und ja, die Folge ist erstmal vorbei. Ich bedanke mich erstmal bei den Zuschauern, also bei euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ciao.